Der spanische Modedesigner Paco Rabanne ist tot. Er verstarb im Alter von 88 Jahren nahe Brest in der Bretagne. Der gebürtige Baske wurde in den 60er Jahren als Autodidakt durch seine extravaganten Kleidungsentwürfe bekannt. Sein gleichnamiges Unternehmen gehörte seit mehreren Jahrzehnten dem spanischen Kosmetikkonzern Puig. Es erklärte über Twitter, sein Vermächtnis werde eine dauerhafte Quelle der Inspiration bleiben. Zu Beginn seines rasanten Aufstiegs in der Modewelt in den 60er Jahren verwendete Rabanne selten klassische Stoffe, sondern experimentierte mit Materialien wie Aluminium oder Plastik. In dem Science-Fiction-Film Barbarella trug Jane Fonda seine Kostüme und machte ihn weltbekannt. Rabannes Mutter arbeitete für den Modeschöpfer Cristóbal Balenciaga. Sein Vater wurde im spanischen Bürgerkrieg von Franco-Truppen getötet.